trois ans qu'ils attendaient cela, remonter sur scène. Fin mars et début avril, les comédiens du Souffle à Théâtre étaient tout heureux de rejouer devant leur public. Heplatos Cinemerim Elsass, c'est le titre de la pièce en trois actes, écrite pendant le Covid par l'auteur Claude Drière. Souffle Play vous propose l'intégrale du spectacle. Also Leo, noch viel Glück zu der goldenen Hochzeit. Und anständige Bühne kann man ja noch mal von Herzen gratulieren. Ja, das ist schön von dir, Albertin. Merci vielmals. Ja, das ist schon ein wunderbares Familienfest gewesen, hast du auch, ne? Ja, ich hab zu Ohren bekommen, dass die Nichtäschter von meiner auch wieder heim sind, oder? Stimmt, wir haben wieder einmal unsere drei Kinder am Tisch sitzen. Ja, was für eine Freude, ja, das Emma ist mit seinem Eiffelturm von Paris zurückgekommen und Rosalie mit seinem Pastis von Marseille. Ja, ist das nichts? Nur mal schade, dass die dritte immer noch im Nest sitzen blieb. Ah, das gibt wahrscheinlich so alte Jungfer. Oder hat es ein Problem mit seinem Hirnschmalz? Jo, Lili bräuchte ein bisschen mehr Zeit, aber nur keine Angst, es wird sich mal einer um den Finger wickeln. Und derweil sind wir noch nicht froh, dass es uns auf dem Hof kräftig noch hilft. Ja, das ist doch Pflicht für ein Kind, ha? Ja, na, da wird sich Lucy freuen, dass du ihr so prachtvoller Blumenstock schenkst. Ich möchte nur ein bisschen Wasser geben. Ah, jo. Weißt du, ich habe mich schon 14 Tage im Keller stehen. Komm, Leute, Angst, dass ich es vergesse. Ja, ja. Leon? Ja? Ich habe die Gelegenheit ausnutzen, um dir einen Vorschlag zu machen. Du weißt, ich bin da noch immer interessiert an dem Mädel, droben noch vom Geisenbarri. Ich bete 100.000 Euro an. Nix du, das kommt im Moment nicht in Früh. Du machst ja doch nichts mit dir nicht. Und auf dem fruchtdruckenden Boden wachst du nicht mehr kein Gras mehr. Und in ein paar Jahren bekommst du keine rote Bohnen mehr für das Mädel. Leo, ich habe dir doch sicher einen schönen Preis angeboten. Diesen Vorschlag kannst du mir nicht verweigern. Und ich sage das noch einmal, verkauft wird nicht. Also, die Kopf, die anders, die schöne Mädchen. Hier mit ihrer Walderwärmung und ohne Reihe. Gibt es so den reinsten Sahara da oben? Jo. Der Platz blieb ein Last für dich. Ja, wenn es die letzte Zeit auch nicht mehr geredet, morgen ist andere da. Und wer weiß, wie es gekommen kann. Das Blättel kann sich schnell ändern. Aber du scheinst mir stark dran zu halten. Warum will die unbedingt das Mädel erobern? Gell, du spielst mir jetzt unter dem Hegel. Aber Leo, wir können uns doch jetzt schon so lang. Ja, drum, alter Fuchs, lässt du nicht mit uns. Aha, du kannst nur so jetzt von mir danken, ha? Die blöden Plätze legen euch zwischen meinen zwei Motten. Mensch, da hätte ich wenigstens eine größere Fläche, wie ich gearbeitet hätte. Und ich sah das nur wohl, das kannst du aus dem Kopf sterben. Niemals. Ja, den Kopf, du änderst dich auch nicht mehr. Ringer lässt alles verregen, anstatt mehr zu verkaufen. Und ich hab dir doch sicher einen schönen Polo angeboten. Sprich den Geld nicht. Der Stegel ist meine und das blieb meine. Ja, was? Rabenhäse auf dem Geisenbach in den Lahnböden. Und was ist uns geworden? Nix. Sogar ein Triebel, Arendermaschine, hast du zahlen mal schon angeschafft. Und jetzt, wo du stehst in dem Schopf, wenn sie sich dem Toll wie die Garen, hat der Münsterkasse so mehr Hirn wie du. Merci fürs Kompliment. Du wolltest wissen, wo der Zimmermann das Loch gemacht hat, schon muss ich das zeigen. Häschera, schmiss mich aus. Aber du warst noch bereit. Wart nur, du warst noch bereit. Also, jetzt gehst du so langsam auf den Weg. Geh, verschwind! Mit dir ist einer der Hopf vom Hals verloren. Du, Simpel! Ich kenne gerade die Hüte vor mit der Wetterhex. Nee, die hat was gemacht. Was ist jetzt schon wieder los? Okay, ich werde dich in der Hand atmen, da. Schon schwab ich das mal mit der Greif. Du aber da, Stimmel. Rex geht Ziesel und lass die Hirschkühne gehen. Die hat nichts verloren. Siehst du mir ein Gritz mit der Bissam? Und da bringt sie noch so Mist mit. Die ist ja noch gekommen, für zu spekulieren. Arme Nö, ist am Dress auf Dress geroden. Was ist, Leo? Was hat denn der Rex so viele Menschen
Hätte man nicht selber die nicht gerade fies an den Graben genommen. Die hätte er dort zu tun. Mit den goldenen Hosen zu tun. Setzen an der spezielle Blumenstück geschenkt. Wer verhopft, grüßt doch du. Ganz genau. Schön, gell? Hast du gesagt, jetzt wird man lieber gesehen. Du, die alte Ole, die hat auch den Anstand mit dem Schümmlöffel gefressen. Wach, Dumme! So, wenn sie wieder durchkommt, kann sie den gerade wieder mitnehmen und soll ihn ihm salzen. Ja, sie ist durchgekommen, für uns das Mädel auf dem Geißenberg abzukaufen. Also ich weiß nicht warum, aber sie ist drauf besessen wie ein Muck auf der Rostbohle. Aber mit mir ist sie abgezündet wie ein Hühn auf der Strecke. Was ist? Sind unsere Ideen doch schon aus den Federn gekommen? Oder sind die stolzen Männer? Denn ich hab den nämlich in die Küche ein kräftiger Fehlstück gewischt. Ja, hey, da und im Süden oder im Inneren haben sie nämlich Tür wie bei uns so. Aber gestern Abend haben die Herren einige geschmürelt. Ist es hart, dann schlafen sie mir nicht gefunden. Dann habe ich sie entschieden, bereit. Ich gehe jetzt schnell neben zum Weg, um ein frisches Brot zu holen. Wenn sie aufstehen, schickst du gerade neben in die Küche. Ja, frisches Brot? Ja, wir haben ja noch immer ein halbes Leibel in der Küche, langt das nicht? Halt doch, das Restlich von vorgestern, das kann ich dir doch nicht anstellen. Das kannst du gerade später in die Kinder hinschmissen. Ah ja, natürlich. Die Leute bekommen frisches Brot, die können es halt nicht mehr essen. Auch für mich Stempel ist gut genug sind heute Morgen. Dass ich ein alter Bob bin, das weiß ich schon lange. Noch habe ich nicht gewusst, dass ich ein alter Schofsäckel bin noch. Also, meine zwei Schwäne sind blöd wie ein Fassboden. Noch da haben meine Schwester ebs Kirode. Die Hasenbeck sind ausgestudiert bis auf die Herne. Ach, geppige Akkulheit, sagst du. Ob ein Scherr. Ob ein Konk oder ein Parisien, ne? Es geht schon wieder los zwischen deinen zwei Hitzköpfen. Heppla, da sind wir im Elsass. Ich hab gemeint, meine zwei Schwestern haben nicht unsere Sprache gelernt. Noch strenger ist mal ein bisschen an. Das Heil vom Elsass sind wir irritiert mit Arschbacken. Es ist nichts Gutes gewählt. Hey, notre bonne mère, mon témoin. Hi, Marseille ist viel weicher. Ja, ja. Hey, kommst du schon an? Not Hai in Paris ist wie es hart. Connerie, ich habe gar kein Hai in Paris. Déjà que vous, les parigots, vous plantez vos crompères auf der Magadam. On a un sujet de pavé, hein? Ja, ja, en tout cas, c'est le rugue wie der Korb. Vous l'avez nicht? In der Korb? Ja, Herr, ist gut. Hey, pour une fois, bin ich mit dem Idee einverstanden. Wir haben wohl im Heischock gut gestufen, aber nicht eingeladen. Quelle Bordelle chez vous, hein? Ton Kopf, il exagère, hein? So kann man doch nicht schlafen, du. Ding, dong, dong, ding, dong, dong. Ihr Herren, das ist eine Tradition bei uns auf dem Land. Ah ja, eine Tradition, qui nous martèle le ciboulot, oui, du, und dann ein petit spectacle enfant. Die haben auch noch Klotan, hä? Ein vermaßiges Gucke-Konzert. Und ein Musical, weil ja die Limite, hä? Klong, kling, klong, höh. Klong, kling, klong. Meine Güte, das ist nur das Alkohol, wie in ihrem Kopf noch ein bisschen gescheitert hat. Et puis, Fatsche de Kong, ihr habt ein Hund, der Bild ohne zu halten. Ja, wie sagen wir, ich habe gerade so ein Kabo, aber zu kommen, wenn der Schnur durchfliegt. Kann ein Torb zu fassen, wo geht er rupieren und geht fassen? Das ist da. Wir zwei haben uns am Pimp ins Heil geleitet. Und mit dem ganzen Radau und sie verscheiden in Not. Mit Geld wurde in der Kompanie. Du hast große Chance, sie sind durchgemeldet. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de fada? Nur auf der Kanadier an Marseille kann anständig
Brot finden. Ist hier in Alsace, bald mehr, wir sind im großen Zirkus. Herr Blatt, da haben wir keinen Vorteil und keinen Zirkus. Da sind wir im Elsass. Und wenn es sich nicht passt, haben wir einen Schnitt an und sich schießt durch den Breitoffen. Oh, 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 hey, hey, du bist mit deiner Schwester an. Ein Freckgarten als ein Gouer. Bucher, direkt genau wie ma chère tendre Rosalie. Bonjour, la Pinot. Na, was ist los, ich mache hier? Mein Armand ist schon jetzt müde. Hab ich dir nicht so fett? Rosalie, ma Fleur, hoffentlich ist die auch so gut geschlafen wie mir. Ist wurde dir, dass ich im Heistock so süß getragen habe? Chérie, on se serait cru au ciel im Glockenparadies. Und ihr zwei haben im selben Bett geschlafen wie früher in ihrem Kindheit. Oh, ist das ein Genuss gewesen. Ein Wolkenmann im Bettzahn. Kippe, wie immer quatscht und schnorrig wie ein Motor sein. Kimacho, wie reißt, wie pfuchst und wie man ständig ins Gesicht blost. Kinder, wie sich dreht und rumdreht, dass man mich in einer Windmühle. Pate, ma Baladus, und keiner, wie mich das Bett misdruckt. Und keiner, wie mich am zweiten Weg snort und mir sagt, Chérie, tu me cherches à boire. Nächste Song, gegen Jomers, gegen Koch, gegen Stank, gegen Schokoladengedanken. Kurzpost, le top! Hey, ich das jetzt gehört? On vient d'en avoir pour notre matricule. Ja, nur seine Vorwürfe, er ist böse, der Schnaps. Ah. So sind's. Nur Altersien. Hinter und vorne, gute Polster. Et du en haut. Ein großer Klopp. Wie man die mit zubringt. Gemein. Wartungen, wenn wir haben. Ja, hey, jetzt doch ihre Männer nicht so oft. Die Arme leeren sich jetzt Schnaps im leeren Magen. Vor, dass sie Äpfel nehmen, sie vergessen haben. Das macht der Hafen in die Kuchen. Sowieso vor ein paar Stunden haben sie nicht gewusst, ob sie eine Bibel oder ein Männer sind. Gut, dass sie den Papa in die Schiehe geführt haben. Dann haben sie ihre Kiste geschlafen. Wir sind wie ein Herz und wie ein Seel. Wir sehen, dass ihr uns schon lange nicht gesehen habt. Ihr stoßen ja alle ihre Männer zurück, um ständig einander zu hängen. Da ist doch nichts dabei, unsere Schwester, wie sie schon lange nicht gesehen haben. Und unsere Männer haben das ganze Jahr im Knie gesessen. Trotzdem, wenn es so weiter geht, schlafen wir noch eins ins andere. Was soll denn das heißen, Lili? Du bist einfach süchtig. Weißt du, wie lange dass wir uns nicht gesehen haben? Eine Ewigkeit. Gut, dass unsere Eltern goldene Hochzeit gefeiert haben. Oder hätten wir uns noch nicht getroffen? Und das ist einfach dich. Wir dürfen es nicht meinen. Oh, du bist aber ein Tag geblieben. Und wir zwei sind zu unseren Männern gezogen. Sie mal auf Paris und ich auf Marseille. Und ich, Lili, was ich nicht steht, hast du noch einen schönen Prinz gefunden? Es wird jetzt bald höchste Eisenbahn. Mensch, nicht da? Ich habe einen guten Prinz, aber nachdem, was nicht erzählt haben von ihren Männern, ist mir vergangen für zu heiraten. Hey, wenn deine Prinz nicht ernst meint, suche mich dich einen anderen. Und wie schneller, desto besser. Aber, willst du vielleicht ein bisschen anders ausputzen? Sonst läuft er fort. Und du? Du bist eine alte Grütsch. Le Bote, Lady gestorben ist noch lange nicht verreckt. Und jetzt gehen in die Küche und essen mal ein Biss. Ja, Lili, mach gar nichts draus. Wir finden dich schon nach Ramla. Aber kein Elsässer, nimmst du einen Südländer? Er ist besser zu sehen. Die ersten Jahre versteht er kein rote Bohnen, wenn du mit dem Elsässisch redest. Du kannst wenigstens Wort wehren. Rosalie und Sema hätten jetzt über Stock und Stein gehen, für einen Hängel zu suchen. Aber da dabei ist der Schengel ein so gefitzter Typ, wie mir am Herz zängt. Aber ich will selber noch nicht aufdecken, vor dass der Schengel mit seinen Bohrungen und Testen fertig ist. Zum Funkenglück gibt es den Schlaf im Jahr. Ja, was ist, Lili?
Bist du schon so weit fertig im Stall? Ja, Mama! Gut. Was ist? Ja. Sind die anderen schon aus den Federn? Ja, Mama, ich hab sie schon in die Küche geschickt. Was? Nein, ich hab nicht doch ein frisches Brot geholt zum Frühstück. Also, nee. Die vornehmen Leute von innen sind halt extra wurscht. Für mich hat sie sicher keins geholt. Da wird's harte Christen gut genug sein. Was ist denn draußen wieder los? Rex, halt schick mal Gosch! Lili, Lili! Um Himmels Willen, das ist ja der Schengel! Lili, ich muss unbedingt mit dir reden. Komm herein, komm herein! Nee, mir bleibt mir die Luft weg. Der Schengel ist da, der Schengel ist da. Meine Schatz, ich muss sicher etwas Wichtiges sagen. Und nun, der Publisch muss mich restaurieren. Lili, der Ferien kommen. Steck mal rein, salut, mit Schnucki Mannele. Du! Drei Wochen sind wir jetzt oben auf einem Motiv vom Geisenbach installiert. Und unsere speziellen Sensoren an zahlreiche Unterschocken registriert. Unterschock? Ja, haben wir etwas gefunden? Ach, das will ich glauben. Jetzt können wir ganz genaue Abbildung vom Boden machen. Da, lassen wir den Plänen. 6000 Meter tief stehen wir vor ein immenses Luftloch. Wir wissen noch nicht, was es ist. Vielleicht ein Gasfeld? Vielleicht ein besonderes? Hä? Unter unserem Steck? Auf dem Geissenberry? Aber jetzt gebe ich dich auf Zeugfurt, wenn ich auch keine habe. Eins ist sicher. Der Besitzer von dem Feld grüßt sich Gesorien mit zu machen. Das ist ein gemachter Mann. Es geht in den Älteren. Ja, weißt, wenn du eine richtige Freude wärst, weißt du jetzt ganz genau, was zu machen ist? Deine Eltern sollen das verschreiben, bevor das alles an Großklo kommt. Meinst du? Weißt du, Lili, es ist nicht so entspannen, es kommt doch einmal am Sohn. Und wenn deine Schwester das erfahren, wären sie nicht so lang gezogen wie du. Oh, Millionen, Milliarden, das kommt aber nicht in Freude. Denn Hitzkopf von Paris und Marseille kann ich das nicht. Sie lügen ihm jetzt schon an, wie der Teufel auf dem Engelsboden. Dann möchte ich Sache auf vorteilhaft für dich wechseln und ohne Zeit zu verlieren. Schengel, weißt du was? Wenn ich das zur Welt bringe, wird ich das nicht zweite Scholkerisch wäre. Wärst du ihn verstanden? Und wie? Weißt du, ich will gern dein Holzschädel sehen. Oh, verglemmere mal. Auf deine Schlaver bekommst du von mir ein Schmullerle, aber nur ein saftiger Lalababes. Glisch? Nee, nicht Glisch. Ich hab mich schon eine Woche lang nicht mit Zähnen gebildet. Jetzt kannst du es ein bisschen in den Schnüffeln. Ihr seht nicht, das nächste Woche der Koch. Der Koch. Ich verlasse mich drauf mit alten Wackeln. Aber zuerst muss ich meine Firma Gazprom einen Bericht erstatten. Und du verlierst keine Zeit mehr. Es geht nur noch um eine Unterschrift. Mach dir nichts in Sam. Ich hab schon den Ochs an Tieren. Weißt du was? Ich verkleide mich jetzt als Chines. Dann tun wir sie alle verkohlen. Und wollt die Nachricht einspielen für dich, los alles im Butter. Versprochen, ich bin dumm, ihr Kopf. Ja, salut, Herrgottskäfer. Herrgottskäferle, hat er mir gesagt. Herrgottskäferle, das ist ja etwas anderes wie all die Trütsch. Warte, ich bin wieder nicht! Ach, da will ich dich bleiben. Lass es ganz schön werden. Die fressen uns Lenden aus. Und niemand freut sich, wenn ich Geld herhole. Was ist denn jetzt schon wieder los? Rex,
sollst du wohl! Leo? Leo, hast du einen Moment für mich? Ja. Madame la Mère? Madame la Mère, ja. Ja, was fliegen Sie denn zu uns? Ja, jo, kommen Sie doch rein, ja. Also, das scheint mir jetzt ganz komisch. Komisch, dass ich wissen, was bei dem Herzen geht. Ja. Ich bin durchgekommen, der Eich beide meine Glückwünsche zur goldenen Hochzeit mit zu teilen. Ja, das ist aber schön von Eichmann Schmidt. Madame la Mère Schmidt, wenn es mir nicht. Ja, Madame la Mère Schmidt. Ist Lucy nicht da? Doch, ich rufe. Lucy, kannst du geschwind da rauskommen? Wir haben Visite. Nein, nicht explodieren nicht. Aber Madame la Mère Schmidt. Ja. Madame la Mère Schmidt. Ja, wissen Sie, ne? Bei unserer goldenen Hochzeit ist ganz schon nicht zusammengekommen. Das ganze Hiesel steht auf dem Kopf. Da hätten wir schon alle Hände voll, ne? Madame la Mère, bonjour. Das ist aber eine schöne Überraschung. Meine herzlichen Glückwünsche. 50 Jahre gemeinsam geht. Das ist schon wunderbar. Ja, wissen wir, das ist nicht immer einfach gewesen. Aber wir haben es geschafft. Und wissen wir, unsere Mädchen sind mit ihren stolzen Männern aber wohl wieder heimgekommen. Das allein ist für mich eine große Freude. Was sagt sie? Es tut ihnen leid? Nicht leid, Freude. Freude. Ach so, ja, wenn du mich exkusierst, ich habe meine Herren operiert auf der Merin vergessen. Wenn ich also alleine im Büro sitze, sehe ich es als süß. Das ist immer so eine dumme Gewohnheit. Sehen Sie? Und wir sind so froh, dass wir wieder einmal eine schöne Familienstimmung im Haus haben. Sie können von Chance reden. Es gibt nicht überall eine so gemütliche Atmosphäre. Ja, hören Sie, Madame la Mère, der Apfel geht nicht weit vom Stamm. Ja, und schließlich haben wir Ihnen immer das gute Beispiel gezeigt, ja. Gell, Mutter? Ja, das sind noch echt die Elsässer, die ihre Geburtschaft nicht verloren haben. Weißt du, was du nicht kannst? Du kannst nach der Buckeln und der Rutsche. Konas! Ich freu mich, warum du plötzlich so aufgeblasen bist. Hättest du Marius Bäder nicht gekriegt, dass ich mit 6 Jahren noch in Tosse gemacht hab. Wenn wir in Marseille sind, ich will mich traiten de Pisseuse. Bah, du scheint dich einfach zopf, dass ich früher ein böse Schmeckerbeck bin. Wenn wir wieder zurück sind in Paris, krieg ich aber den alten Käse aufs Brot geschmiert. Bitte! Das hab ich überhaupt nicht so ausgedruckt. Kinder? Ja, wie redet denn ihr miteinander? Schäme ihr euch nicht? Das stimmt. In einer so anständigen Familie ist das anbetont. Ja, die zwei haben sich ja noch nicht geändert. Sie knutschen sich auf den Bäckle, sie sind 0,0. Ja, das stimmt. Sie haben noch immer Siele und Flore im selben Softkit. Doch, ich will beten, eine Händlerin in den Häusern anzufangen. Ich vertraue es einfach nicht mehr. Du, Angerecht, nicht unbedingt das letzte Wort an, ne? Was? Du hast schon etwas am Schwimmen, gell? Boris Herloff, hat er deine Arbeit verdoppelt? Also, nee. Wie älter, wie sterischer. Das kann nicht so widerstehen. Ich bekomme jetzt anscheinend, ich bin wieder abgelesen. Du, Boris Herloff, Triple, der Kumpfer! Was verstehst du schon von Freude? Gerade so viel, wie ein Blinder von der Farbe. Ja, aber mein Baby, du, ich bin schon mit der Casanova. Egal, wie hat ihr in meiner Hand gesteckt? Ja, Madame, nein. Ihr wäre doch blind, verstehen. Die schockt mich in Rosalie, im Midi verliebt, dans le Midi. Nicht wie du, in der Buschow von Paris. Na ja, mit dem Buschow hast du schon recht. Mehr an Alters, im Winkel, Nuance. Pour nous, c'était un tableau de rêve. Zahlenholz sind wir in der Schande la Bande hingegangen. Der Mistral hat ihre Tor so schön aufgeblasen. Und vor einem Moulinbal von Scotté haben wir uns die Liebe versprochen. Je te le dis, ein Gedicht. Da kannst du gar nicht mitreden, espèce de demeure. Hé, Conneries de Rêveur. Ich hab gesehen, meine Hand doch in Elsass gefunden. Emma, der Viticulteur du Coin, le vin Camille Meyer. Und ich bin als öfters mit denen Leuten in den Keller gekommen. Ja, soir,
habe ich so viel Sorgen versucht, dass ich ins Klosterkolle bin. Und dann zählt ich ins Inier. Es ist krass. Ma parole! Ich will mir casser encore longtemps les Kukunette mit Zinivis wie ein Geschichtle. Ja, hä? Lieber das Wies wie trinken, als ihr lang beitelt, weil da war ein Löwe. Für eine junge Frau, die mehr weiß, die ist ein Böwe-Schmeckere. Da ist nicht so weit gefahren. Hä? Und bei unserer ist auch nicht. Was? Geh, Coulon! Du bist mal schön, stabil und nicht ruhig mehr. Bitte schreit den Hund! On va s'expliquer dans la grange. Non, Parmesan, ob die unteren Bisch oder ein Schlaubschwanz. Hé, was ist? Der Bierhund oder keine Bär? Ich warte auf dich. Der Turmkopf guckt nicht in den Eiffelturm sein Bockle. Hé, j'arrive, mit Kassier Gleu, hé. Heute, das ist mir jetzt richtig peinlich, Madame la Mère. Ich, wie als gewöhnlich, nicht schnell aus der Verfassung komme. Sitzt du ganz konfus und perplex. Du, Leo, wenn es du wohl ums Erbe geht, du schau bei euch bist, meine Bekämpfer. Nix, ich will noch nicht so schnell ins Gras bissen. Trotzdem, lieber Vorsorge, dass später ein Schlachtfeld hinter sich lohnt. Ja, wie meinen Sie das jetzt, Madame la Mère? Hab ich, wie mehr, dass man sich im Leben anschafft, desto schlimmer wird der Kampf, wenn einmal geteilt muss werden. Drum bin ich der Meinung, du sollst schon manches in der Zeit verkaufen und mit dem Geld deine Karriere noch genießen. Verkaufen? Ja, was soll ich verkaufen? Auch zum Beispiel ein Feld. Ein Feld, das für dich nicht von großer Wichtigkeit ist. Ein Feld? Ja, und was für ein Feld? Das steht auf dem Geissenberg. Dann ist doch sofort abkaufen. Und wenn du willst, kriegst du das Geld sogar bar in die Hand. Mein Mädel auf dem Geisenberg? Ah, selbstverständlich. Ja, warum hat das etwas Spezielles? Die Motz, die lebt optimal. Ganz drauf auf dem Geisenberg. Ja. Und noch so schön abgeweiht. Du, man sieht ja nicht gestört, wenn man sich ab und zu ein bisschen Sonne will lohnen. Und vielleicht noch ein Piki Laniki. Oh, Lackoki. Ja. Was man da nicht alles erfragt. Leon, du wirst der Manns genossen, um das Geheimnis für dich zu behalten. Aber das wird jetzt wie ein Kriegswunsch. Nein, ich bin wohl Ewigkeit nicht wiederholen gesehen, aber schließlich ist das Mädchen in der Familie seit der 3 Generationen. Ja, aber für ein paar Millionen kann man ein Herz schon einen Stoß geben. Ne? Und mit dem Geld kennst du mit der Lucy eine schöne Weltreise unternehmen. Nein, ich weiß nicht. Nein. Ja, im ganzen Gedöns wird später dort von den Kindern verklopft. Ja, das muss ich mir zuerst noch überleihen. Ja, noch der Deck, wir werden noch schieren, doch wissen, das wird man noch fehlen. Offen, das wird jetzt durch einen Meister stiegen, wenn ich das Goldkram überkreise. Ah, da sind Sie, Madame la Mère. Ich habe euch schon auf dem Herrn gesucht. Schäfer, du kommst jetzt so frei. Und, wie steht's da oben auf dem Geissenberg? Letztes, das hätten wir so gesehen. Da sind nicht wie die Leute. Sie formativ. Vraiment formativ. Das hat keine gute Partout. Da wird nur Englisch und Chinesisch geredet. Gazprom ist eine große internationale Gesellschaft. Das liegt auf der Hand, dass da viele Sprachen angewandt werden. Oh, es ist aber trotzdem nicht am Platz. Wir sind doch hier im Elsass und nicht wie in Chinchanchunga. Zu dir, Großartig. Und ich habe keine rote Boden verstanden, was der Hoverkabalabert mir. Und warum verstehst du kein Englisch und kein Chinesisch? Du bist doch hochgeschult. Das stimmt, ja. Ich bin lange in die Schule gegangen und noch länger sitzen geblieben. Aber ich bin in Kütahaya schon geboren und ich lebe in Shanghai. Ja, das wissen wir. Ajo, sonst hätte ich ja Schlitzdiegele, wie meine Mama, hätte sie schon Ort annehmen, auf dem Kabinett ist gesehen. Hast du schon etwas gefunden, da oben, auf dem Geissenberg? Eins ist sicher, die Mauern hat der Kampol da oben. Die haben eine humsmäßige Aufbauung, wie sie tief in den Boden bauen. Wenn die so widersprechen, kommen sie bald auf der anderen Seite von der Erdhöhle raus. Mein lieber Sohn, du denkst, wie nehme ich ihn. Schäfer, du sagst niemandem, was du da oben gesehen hast. Hast du mich gut verstanden? Sonst mache ich noch Hackfleisch mit dir. Ja, Chef. Und dann fährst du mit dem Velo noch einmal danach.
um mehr zu erfahren, wirst du Gott den Namen Chinesisch reden. Warum hat er noch auf den Geisenberg? Sowieso. Ich will genau Bescheid wissen. Meine ganze Zukunft steht auf dem Spiel. Ja, der Geisenberg hinauffahren, das geht. Aber runter, das ist ja gar leer. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist nicht so einfach, wie Sie meinen. Mit einer Hand habe ich die Längsstange und mit der anderen probiere ich sofort die Rädel zu bremsen. Und wenn ich unter Arm komme, habe ich Schwinger wie Dampfnudeln. Ja, kann ich für dich dafür, dass du so empfindliche Hüte hast? Ah ja, wenn ich auch gejuckte Finger habe, lau das anfuhren. Jetzt bist du rumgeflogen. Schäfer, komm mit mir. Ich gebe dir meinen alten Stolexel. Sehst du mir aber einen Kasko auf, gell? Ich will nicht, dass ich ihn holen will, es hat noch etwas passiert. Ja, Chef, ja. Die zwei Kiefer-Kopf sollen mich jetzt nicht aufgeregt haben. Ich glaube, deine Hose ist Sicherung durchgebrannt. So wie ich an ihre Brille bin ich sofort in die Schiech gelaufen. Sie sollten sich schämen, ja. Ganz viel haben sie verstärkt. Ja, im Match Marseille gegen Boris steht es bis jetzt unentschieden. Jeder hat einen blöden Auge. Weißt du, Bob, dein Haar muss so zerstrich über die Rechnung machen. Ja, wie meinst du das? Zum Beispiel kennst du mich, Oh. Jetzt schenke ich euch ein, hä? Ja. Du sollst erst ekelhafte benehmen irgendwelche Strophe. Zum Beispiel, kannst du nicht wollen machen, wie es eine Tabe gibt, nur dass sie wieder Zorn wäre. Ah, deine Idee ist nicht übel, aber was könnte ich dir schenken? Siehst du, Papa, Sema und Rosalie haben ihr Schicksal in die Hand genommen. Eins in Paris, das andere in Marseille. Ich bin noch heim und hab morgen noch alles aufzubauen. Noch kannst du mir unter deren Griffe und mir ein bisschen Boten schenken, dass ich hier auch meine Eigenschaft habe. Boten? Ja, und was für ein Stickel, das ist ja so glücklich, ne? Ich tät gern die Matro auf dem Geisenberg. Auf dem Geisenberg? Du willst mich auf den Arm nehmen? Ich soll dran. Ja, was ist denn das für ein Deste Mästel? Also jetzt mal über Koppelitz! Hab ich etwas vergessen? Oh ja, Antrakt. Das musst du erlebt haben. Kommst heim und bekommst gleich eine Moralpredigt aufs Brot geschmissen. Attendons de voir ce qui nous réserve. Hey, für anzufangen sind wir da hinten, nicht im Inneren, nicht im Süden, da sind wir im Elsass. Und ich wollte hoffen, dass an dem Tisch und auf dem Fauteuil geredet wird, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Haben wir mich verstanden? Zweitens haben wir eine wichtige Entscheidung getroffen. Ja. Unserem Haus, der Hof und zweiten drauf auf dem Fuchsloch haben wir noch fünf Felder. Zwei auf der Nordweide, zwei auf dem Osterfeld und eins drüben auf dem Geisenberg. Gell, ihr macht alle 10 Jahre Inventaire. Ça me saoule déjà. Hey, du Pariserle, deine Dame sprichst, kannst du für dich behalten. Leon, dreh dich nicht auf und mach wieder. Also haben wir entschlossen, ihm Lili sofort unter die Arme zu greifen, dass er sein Leben besser gestalten kann. Folgedessen werden wir ihm den Stickel vom Geisenberg gleich verschrieben. Hallo, und wir zwei können da bis den Mond schauen. Nur keine Angst, ihr werdet nicht zu kurz kommen. Ja, wenn wir einmal da geschlossen haben, dann kommen die Felder auf den Nordwald. Jeder sieht dann seinen Teil, was gerecht ist. Ich bin der Meinung, dass dieser Vorschlag ganz interessant ist. Und wenn sie mal ans Erbe geht, habe ich wenigstens bis dahin schon einmal weg.
hast du sicher wieder die Eltern ein Schiele voll Kind, dass du am ersten Servier wirst. Ich hab nur gefreut, hättest du auch deine Paare für Kinder aufmachen. Hey, wir lesen das Geschäft nicht. Bedenke doch, das Lili kann sofort von seinem Stück profitieren. Und wir zwei müssen wir warten, dass wir den Löffel weggeworfen haben. Ja. Hey, Papa, ich bin auch nicht von dumm Pachen. Aber wenn er will, können wir rechtlich die Felder verschreiben. Nur mit meiner Rechte ums Welschkorn und um Zuckerrüben bekommen wir und dies das ganze Jahr lang. Was? Glaubst du, ich komme vom Mittel herauf, alle Jahr für zu Büren? Hey, lass dich um dir. Mein Leben ist in Paris. Ja, wenn es nicht so umständlich ist, noch heute eher ein Schnabelzüß, noch darf ich sprich zu klopfen. Kinder, ich finde die Lesung ganz in Ordnung. Und jedes von euch Streben kommt selber. Alle hopp, Kinder, ja. Jetzt geht's ans Kuchen. Ich habe in der Küche alles auf den Tisch gestellt. Ja, ja. Und was brauchst du? Oh ja, wir könnten jetzt eine softische Bouillabaisse essen. Oh nein, kein Fisch. Aber ein très bon Steak frites Salat. Ja, was ist? Seht ihr zwei hier verrückt? Hepla, da sind wir im Elsass. Ja, und ihr zwei kochen uns heute ein wunderbares Süßkreuz. So wie ich es gelehrt habe und so wie es ist gekehrt. Sürkrüt? Boah, du wärst mir gut zu nehmen. Ich meine so an, alles drauf und drauf. Mit Speck und Wirst, als ob ich jetzt schon haben will. Wir essen unser Elsässer-Menü und Pasta. Und wenn sie nicht passt, können wir immer in die Wirtschaft gehen. Aber ich bezahle nicht. Ah, nicht? Wir kennen gerade. Also, das ist nicht zu fassen. Tausend habe ich nicht verpfüchtet. Morgen doch, was noch wieder? Was legt das mehr an? Von mir aus essen wir gar nichts. Und den Fasten machen wir Regime. Ich werde doch noch ein Süßkreuzchen beibringen, oder nicht? Und in dieser Zeit gehen der Papa und ich zum Notar für unsere Entscheidung sofort schriftlich zu machen. So, Kinder, bis später. Also, ich verstehe es nicht. Für die goldene Hochzeit von den Eltern haben wir so ein schönes Fest gefeiert. Und kümmerst du darum, ist der Teufel von der Kette? Ich hätte mich nicht so an den Laden legen. Patat, wieso? Du musst doch schön spät uns gesucht haben. Und wir zwei kennen eben was Evripi. Profiteuse! Emma, wenn du willst, können wir duschen. Warum nicht? Auf dem Geissenberry wagt es überhaupt nicht mehr viel, so trocken ist der Tobe. Ganz im Gegenteil, auf den Nordweg können wir lange Wirtschaft noch lange wieder schwieren. Und im Schneewittchen Fall können wir sogar drauf böen. Also, was machen wir jetzt? Wenn wir noch duschen? Mit der Bitte in Dürit? Was hat er denn nun zu glauben? Ich freue mich. Warum du unbedingt den Platz gebetest? Ach, ich? Du bist ja schon hier ganz weg. Das haben wir doch nicht gemacht. Mit meinem Schatz nehme ich gern frische Luft der Tobe. Gut, noch mal zwei Dummköpfe in der Natur. Ich bin gerne ein Dummkopf, aber zu wenig skorre ich in meinem Schatz. Ab und zu ein gutes Sürkrut, das ins Wasser im Mille zusammenläuft. Nicht wie ihr, was du dich kennst, ja kennst du kochen. Wer kann kein Sürkrut kochen? Hey, ich zeige mir's noch. Wir essen öfters in Paris Choucroute garni façon William Sorin. Ajo! Frischeste Bäcks wie Katzenfresse! Was? Du willst noch den Kügel stellen, Rotznäsel! Dich kochen mir ein Sürkrut, dass du verknallst, verwöhnt! Oh, merdeuse!
Ich will nur sehen, was das für ein Gefräß gibt. Da bin ich gespannt wie ein Wäschseil. Hat sie schon nicht zu herrlich geschlafen? Doch, da bitte mon ein, was du kommst. Hey, du brüchst hätte von der Matroschka. Ich kann heute noch spielen. Oh. Hey. Und nun, von meiner Schwerpuppe, wie sich in alles lieben muss, Mich. Quelle blaireau! Ah, c'est chaud, hein? C'est ce contre-contre type! Et t'es coq! Un hornot! Un blé d'Alsace! Du coup, deine Idee für Champignon-Sauce ist richtig ganz im Sinn! Il va avoir la chiasse pour un portail! Hoppe, cher! Hoffentlich, ich gehe giftig mitgenommen, hein? T'en fais pas! Je m'y connais comme une rose sans hein. Des chanterelles, des cèpes, des morilles, et un sautier, un lait, c'est difficile. De mort, on serait joli, papa, et bien un peu de la lampe, hein. Ça va un peu lui fermer le clapet, hein. Das ist schon nicht mehr. Ich will noch deine Zukunft. Ich hab ganz geschüsst gehört. Du isch einfach gegangen, Monix. Alors, les filles, Morner Kurkunst? Bouge nicht so zu stumpfen! On est dans la mélasse! Wie wenn ein Meter Sucre-Korre ohne Thermomix? C'est la cata! Hey, Siri, kannst du spät nicht in den Bohren fliehen? Ich weiß wohl, ja. Ja, zähl schon! Aber für die Wirschbe, nehme ich trotzdem den Thermomix an! Und wie steht's mit dem Krück? On va pas manger cru, hein? Das wollte schon mal allen den Bohren. Mais pour les patates, mais n'a retour du manchin. Mais ne te casse pas la tête, mon chou. Nimmst du sur chez les fadus, wie immer. Zum echten Sucrut macht mir doch kein Friedel. Ja, attends, ça vient un fricassé de champignon dessus. Champignon, c'est Sucrut. Ah, c'est le tout dernier cri, là. Oh, da mangst du, Papa, ein kleines Champignonsuppe als hors d'œuvre. Eine Suppe, in der doch so garn. Ah, nee, ein gut Eversäbele, das ihm gedeckt. Ah ja? Ah ja, die aber für die Suppe. Wenn wir weckern, Thermomix haben. Oh, ma chérie, denn morgen haben wir uns viel mehr Geld für die Schaube in unsere Schuhe. Alors, tu te démerdes, chérie, torche gerade im Mikro. Hey, du bist jetzt geblüht mit den geschissenen Schwämmeln. Und sowieso, sogar bist du nicht kommen. Il m'a été jusqu'à votre frère. Hop, 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 les machos, qu'est-ce que vous attendez? Hop, 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 on vous serait. Didier, ich glaube, wir wollen uns wieder verwechseln. Marius, wir werden unsere Schwerpuppe gastronomisch so verwählen, dass wir uns nicht mehr so schnell hinlaufen. Oh, Schreck, Madame la Mère und allen Albertin, was haben denn die hochgetragene Madame bei uns verloren? Mein Gott, das ist doch elegant. Ich bin mehr von Zivilierscher und habe folgendes Vorrat am ersten des Hüsten vertreten. Ein Sie, ja? Wir Bürger müssen nicht mehr in der Not laufen, bis Baumloch. Jetzt hat es aber was. Ich hab mit dem Leon ein wichtiges Gespräch, wenn ich nicht verschieben kann. Hä, was legt er dich mir an, hä? Da hinten haben sie gerade so viel zu pfeifen wie ich. Stimmt, da hab ich recht, Lili. Oh, par exemple. Jetzt halt's aber über die Schnür. Lili, sagt der Stalllaterne, sie soll sofort den Ort putzen. Ich komme drum, den Burgelhormon. Die Zinkäste hat mir diesmal kein starkes Rade. Putzt der Blatt trotz Salver. Und du, Semmel? Sascha, die Mama soll mich nicht so lange warten machen. Ich komme! Das geht jetzt gar über die Bohnen nicht. Lili, anstatt Blätter rumzustehen, setz die Bohnenstange an frische Luft. Ich vertraue doch nicht mit der Lumpen völlig. Umgekehrt ist er gefahren. Schimpansenhimmel. Und du, Dirkele,
sagst sofort, dass die Papa, er soll mich nicht so lange warten machen. Er ist mir nämlich noch eine wichtige Antwort schuldig. Ich danke dem Papa. Ja, ja, zwei, die Käse drauf. Ahoi! Oh, Fassdeckel, was haben da die Slöter jetzt auf einmal einen Tonusmüll da? Jetzt ist halb ungenügend mit euch. Ein für alle Mal, die Eltern sind gar nicht heim. Sie sind nüss gegangen. Du Hochspatz, und das sagst du jetzt erst. Ja, wir holen dir Lebsack, wenn wir so lange warten. Der Leo ist mir noch eine wichtige Antwort schuldig. Er hat mir seinen Steg auf dem Geisenbarri versprochen. Was? Den Steg auf dem Geisenbarri? Hey, da habe ich schon lange getan drüber. Da kommen Sie zu spät. Pah, was fängt an das mehr an, ne? Und du? So, Chef, kommt er jetzt bald in der Baba? Hä? Wird's bald die Schnee am Würsten? Das ist unmöglich, dass der Baba erst einen Fallen kann machen. Nicht für eins und nicht für den anderen. Was? Für ein Elendslob bei dir. Nämlich, die Eltern haben mich die Mat auf dem Geissenberg beschrieben. Nein, jetzt schlägt's 13. Oh, Fahri. Jetzt laufen wir aber ein paar Wiese über die Lara. Es ist beschrieben, sie wären gleich vom Notar zurückgekommen. Das Mädel ist jetzt meine. Oh ja? Ja. Bravo, Zuckerschnitzel. Wir haben uns noch so viel zu sagen. Und ganz einfach unter vier Eier. Ja. Das versteht sie. Ja, Lili, mein Mieserin. Lust dich doch nicht überreden von den politischen Paterfahnen, du. Herr, und weißt du was? Ich hab da schon ein schöner, voller Geld für dich hergerichtet. Viel Geld machen Sachen am Talen. Ja, Lili, mein Engel, sei der Albert in Sömer. Schatzle, wo ist schon gut? Du darfst was bleiben. Mit deren Bieren erläufst du das blöde Wunder. Die Verkohlt ist von A bis Z und noch mehr wird im Feld erobern. Ich schenke dir wenigstens klar Wasser hin. Deine Pflicht als Bäuer ist die Sache mehr. Und sie verlierst jetzt eine Evalon. Miesel, lass dich doch nicht übergehen von den politischen Waterfahnen. Ich kenne dich ja noch mal liegen. Gehör und auf, so wie es arrangiert. Ich kenne dich viel mehr an, weil ich spalt dich das Feld. Ich verkauf's nicht! Du armes Kind, was hinten ist, kannst du mich morgen noch werden? Ja, ich komm morgen wieder, da ist mein Herz gabeln, weil ich hätte schon noch mehr Verstand im Kopf. So, ich muss euch jetzt lohnen, nicht? Da wir uns sein, ist nicht so ein Stand noch zu mischen. Alle! Oh yeah! Oh, verschwind jetzt, wir hat die genug gesehen. Die glänzt wie Tragei noch und wir nehmen halt noch drin an. Madame la Mère, Sie brauchen gar nicht anzuhalten. Lili, ich will dir den Kopf nicht voll machen. Nur mit dieser Mott, lässt du dir viel Kummer und Sorge auf den Buckel. Als Mehr bin ich natürlich auf dem Leifenden, was da oben passiert. Schließlich hab ich ja in dieser großen Gesellschaft das Erlaubnis für die ganzen Tests und Bohrungen zu unternehmen. Da muss der Forschung unterstützen. Und das, Mädel, das kannst du niemals allein bemeistern. Vielleicht finden sie auch nichts, abwarten und Tee trinken. Ich hab meine Brigade weg und aufgeschickt. Wir werden bald Bescheid wissen. Unsere Bord ist flink, wir wissen. Na wart, sie werden nicht kommen. Ich bin schon ein. Ich bin schon ein. Bonjour, Herr Wang.
Hi! Was sagt er? In Xinjiang-Chung soll das heißen, sich in der Ehe sie zu begrüßen. Sei froh über doch, wie das steht mit den ganzen Tests und Bohrungen. Ja. Hey, Mr. Chang Wang, Geiseberry, Bohren, Bohren, Loki, Loki. Alles gut und erstklassig. Hanse, Schiefersing. Tschüssi. 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 Monsieur Formadim, die soll ich mir doch nicht gedenken. Die haben schon so viel erfahren, dass sie sogar schon wieder zusammenpacken. Das ist doch ein Kritz, dass ich kein Chinesisch versteht. Hey, du redest halt Englisch. Of course. Do you want me to ask me something? Ich hab genau die Ton verstanden, was er zusammenschnuffelt. Der redet viel zu schnell in der Gruppe, er sprach. Er hat gesagt, der redet aus der Bild, so ohne Wort sind seine Überraschungen. Jetzt steck auf. Nein, hast du noch Ja, was soll denn das bedeuten? Ich hätte ein Problem. Ich glaube, die Chinesen sind Bisa. Der Formadim. Meine Güte. Ich glaube, der Leon ist ein Fahrtüch. Geht der Ball an der Platte mal mit auf. Na, zwei Hasen hat er schon in der Familie. Jetzt ist er noch gewesen. Und was für Entdeckungen haben Sie gemacht? It's crazy! Incroyable! Stell dich vor, 6000 Meter tief ist das Loch von 100 Kilometer durchgemessen. Ein Loch von 100 Kilometer durchgemessen? Victoria, wir sind vorne geblieben! Und was haben Sie gefunden? Haben Sie einen Diamanten, Gold oder Silber? Das würde mich stark interessieren. Hey, Mr. Chang Wang. Schon nicht Fondage? Ob Arakara, Dali Dali, Zack Zack? Wir haben schon viel gefunden. Viel Fondage. Was? Ja, können Sie nicht gleich reden wie uns eins? Wir verstehen uns zum, dass unsere Bagazette Schwindel bekommen. Nicht mehr, Aschäfte. Ich hab Chinesisch gelernt, ich kühl Spanisch. Aber trotzdem, Arakara, Dali Dali, Zack Zack. Es ist nicht so schwer. Lichter, ein Mensch hat ein Bier gefunden. Auf den Deckel noch einmal, es ist ein Formadim, ein fast Bier von 100 Kilometer durchgemessen. Wo man dran zappen kann. Oh, merci, merci, vielmals. Nein. Da unten ist nichts so. Nun hast du sicher Petrol, Gas oder Kohle gefunden, das liegt auf der Hand. Sie wollen aber verhindern, dass ein Spatzen von den Tischen runterpfeifen. Da sind sie auf dem Holzweg. Ein dummer Wetter noch einmal, selbst es da uns gleich. Sonst muss ich ja selber dann runterverlösen, was wir aufgenommen. Du bist noch nicht angekommen. Der lange Gang. Ein Big Lay of Air. Ja, jetzt bald, dass man sie versteht, die Wüste vom chinesischen Gesicht. Fahne, Bibel, noch einmal, dass du da willst, das? Wir sind selber ganz durcheinander. Und ihr wäre sicher ein Gesicht gerissen, wie sieben Tage Reihenwetter. Aber unter der Immense, unter der richtigen Körbe, ist nur viel Luft und nichts anderes. Was ist da unten? Luft? Schiede? Nur kochen die Luft. Viel Dampf. Ich glaube, die werden uns auf den Esel setzen. Wir sind im Katalastrophe. Das kann doch nicht stimmen. Er schwindelt und sicher aufs Bohren. So wie es aussieht, und wenn Sie noch interessiert sind, kann ich Ihnen das Model auf dem Geisenberg sofort verkaufen. Ich mache es sogar noch einen guten Preis. Gell, Sie sind Kriegsspinnen mal unsere Stange. Das ist ein Katalastra, ein richtiger Katalastra. Ich kaufe doch kein Büßgetriebe, die Matze auf einen großen Luftballon gepflanzt ist. Aber schön, da geht der ganz Geiselberg Luft und ich mit. Chef, und der Kass, ich bin so letztlich auf 18 Uhr auf Berlin.
Ah ja, und ist ganz erfüllt, aber nicht die Stoppe Teufel los. Wir sind im Katalastra. Du hast keine Angst zu haben, Schengel. Ich hab mein Gebiss mit Mösschenprober gegeben. Nein, du träumst nicht ganz. Hey, Chef, du schätzt die Schiene und kann erst später erfahren. Ja, Chef. Ich glaube, sie haben gar nicht bemerkt, dass ich als Chines verkleidet bin. Ah, die andere mal vom Hals geschafft. Madame la Mère will nicht in Luft investieren. Und warum ist es in diesen sauren Apfelbissen? Luft haben wir doch genug. Nein, auf der Welt. Aha, moi, Chima, moi, tout ça va beaucoup mieux. Schengele, lass mich jetzt aus oder lass mich jetzt da? Für einmal, wenn ich ein bisschen Bodenbeschenk komme, kann ich nichts mit anfangen. Und du? Machst du noch eine Tolle? Bin ich Bergkopfkäferle? Im Allgemeinen sollten wir doch Luft dazu. Da sollten wir endlich vom hochkonzentriertes Oxygen reden. Was erzählst du mir denn da für ein Quatsch? Bist du sicher von dem? Hey, du hast doch doch nicht mein Handwerk lehren. Ich lehre dich auch nicht hören. Tief unter der Art ist ein brennend heißer Dampf. Und wenn der Dampf raufschießt und verkältert, wird er sich in Sauerstoff verwenden. Sauerstoff? Ja, was ist denn das für ein Stückchen? Ja, so haben wir pures Oxygen. Mach kein Witz. Ist das dein Ernst? Können wir das überhaupt verkaufen wie Milch? Kannst sogar ein Pipeline legen lassen. Für alle Spitaler in ganz Europa. Oh, du geiler Ching-Chong. Du gefällst mir alles besser. Es ist höchste Zeit, dass du in festige Hände kommst. Oh, mein Schnucki-Putzi. Komm mit, ich will dir mein Dachzimmer zeigen, du feuriger Tiger. Ich will dir auch ein paar private Stunden geben. Was hast du mit mir vor? Hoffentlich gibt es keine Vergewaltigung im höchsten Grad. Mach dir nichts im Sinn, Schatzele. Wenn du Oxygen brüchst, habe ich eine gute Quelle. Wenn er Tere hinkommt und schmeckt sofort unsere Champignons zu. Da schlägt er sich die Finger den Ohr bis an der Ellbogen. Ich hätte aber gern nur ein bisschen Marinin gemacht. Kolorie, das machen wir doch nicht mehr. Hey, du bist nicht in Marseille. Du sind wir da in Elsass. Und in Elsass macht man immer ein bisschen Magie und ein paar Kräscherle im Sommer. Er soll nie machen, was er will. Es ist schon kühn, dass Essen von wieder gut schmeckt. Hopp, komm mit, wir wollen jetzt noch suchen zu dämpfen. Seit 30 soll der Horrorbein und Wetter erfahren. Die Sache scheint so lusch, dass ich ganz inkognito bin. Jetzt bin ich der Geist vom Geißenberry. Du, du schmeckst noch Champignon. Ich dachte sogar, dass ich noch wollte schwimmen. Oh, Leute. Oh la la. Wenn dieser gut ist, wie sie schmeckt, hätte ich mich schon verfehren lassen. Niemand da. Die Suppe hat noch auf mich gewartet. Oh, du Jesus, Marie und Stickele vom Joseph. Die Suppe ist nicht formatibel, schmackhaft. Das wird doch Sinn, die da stehen sollen.
müde Seele lahn. Warum nicht? Tja, da sind ja noch große Stickle drin. Tja, das habe ich ja noch nie gesehen. Ein kleines Rotschwämmele mit diese Dippel drum. Also, ein Delikates. Aber jetzt muss ich gehen, bevor ich das bin. Aber jetzt habe ich aber richtig Appetit bekommen. Hier geht jetzt mit den Schier. Zwingend bin ich nicht umsonst geblieben. Lieber doch nicht so, Leon. Man muss es sicher nichts an mich abzubrechen. Das macht der Hafen jetzt auch nicht gut. Ja, 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 trotzdem, ich hab die Sache nicht hinter uns wieder bringen. Ja, meine Sie, da hinten sind sie nicht immer weg. Bei uns sind sie zuerst der Rendezvous nehmen. Mensch, ist der noch da ein Pfeifenkopf? Die Abredung ist jetzt gerade für die nächste Woche geplant. Du wirst doch zufrieden sein. Lili auch und Erich bleibt im Dorf. Ich hoffe es mal. Aber jetzt muss ich mich umsehen. So habe ich einen tropfnassen Hemd. Der soll mich nicht aufgeregt haben, der Hornox. Ja, geh, zieh dich um. Ah, eigentlich ganz unrecht. Die Herrschaften sind auch immer so geschwollen worden, dass man meint, man ist nicht jetzt schuldig. Na ja. Jetzt gedulden wir eben noch bis nächste Woche. Nur wird die schriftliche Vereinbarung zwischen allen drei Leuten unterschrieben. Ja, ja, so ist es halt im Leben. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Und nun müsstest du gar noch mit dem Schiss noch da verschlafen. Ja, was läuft denn da hinten? Ja, du lieber alle da, ja, ja, sehe ich recht. Ja, was mache denn ich so dann im Nicht? Ah! Nein, nicht schlafen. Ah! Den Schiegel schleife ich zu fetzen. Zu Seimel, ich hol blind. Nein, nicht schießen! Was ist denn mit Pflichte? Du soll aber jetzt Schlimmes passiert. Jetzt, Kinder! Ja, wie seid denn ihr uns? Der Papa will den Schengel in den Hüfen schießen! Helf uns, Mama! Und Schatzel, ich hab nicht gewusst, dass deine Privatstunde so gefährlich war. Ich hab deinen chinesischen Kalbskopf im Bett gefunden mit der Lili. Den schieß ich ab wie ein Wildkindchen. Papa, wenn du auf den Schengel willst schießen, musst du mich zuerst umbringen. Leon, ich bitte dich. Mach keinen Stierhalt, wie du dein Leben lang bereden wirst. Ja, was ist? Gehst mal vorne dran weg, dass ich dem Hall umzeige, was gleich Herzen für ein Brie kennt. Hey, was ist so passen? Was ist so passen? Kinder, bleiben ruhig. Man meine Kehlerkopf bewahren. Und du, Leo, du steckst auf. Sogar im Krieg haben sie den Müsli geschossen. Gell, ich hab das Spital, weil ich das so... Die zwei haben sie sicher weggeputzt. Weil ich das Suppe, ja. Und was für eine Suppe reden wir denn? Ich hab gesucht gesehen. Auch unsere Champignon-Suppe, wie wir extra für dich gekocht haben. Die hätten wir jetzt nicht gesehen. Was kommt da? Das gibt's doch nicht. Ich hab noch gekriegt. Lange da können Sie Papa fangen, dem geht's drängen. Hey. Oh, das ist doch damit gut. Je, hoffentlich hat er ihn nicht getroffen. Aufgehandelt, der Geist ist jetzt verlischt wie ein Siebecken. Oh, Schatz, besser der Vater macht's wie du, sonst schmisst die den ganzen Ohren alle Schrott aus deinen Arschbecken errichten. Ja, du lieber Himmel, da müsst ihr nicht mehr, wie sie eh schon nicht, wie sie so sind.
So im Gödegel kriegst du noch deine ganze Bette zusammen, sonst hätte mal weit Schießgas runtergehen. Du hättest sicher nicht gerichtet, den Schengel in Nüsse werfen. Was meint der Kerl jetzt von uns? Der nix nutzt, hat's nicht gestohlen. Der Schengel ist dir nix nutzt. Schließlich ist er Chefingenieur bei Gazprom. Was ist er, Ingenieur? Ein elender Sommierhübser, ja? Siehst du nicht vor, der Schengel ist ein wunderbarer Mensch wie uns alle und eine schöne Zukunft kann schenken. Und ich gehe noch auf Stein und Bein. Lili, ich bitte dich, pass auf. Ein Schwelmele macht noch lange kein Frühjahr. Dein Ingenieur ist noch gut davon gekommen, der hat nämlich auch eine Ladungsrohr verdient. Was? Also, ich will doch nicht sagen, dass du den Geist getroffen hast. Er hätte mal gebrillt, wie er will sein. Aber er ist wieder gesund. Ich warne dich, Bobbe. Wenn jetzt ein Schengel ist passiert, hast du mich gesehen? Was? Gut. Leon, ich glaube, wir sollten dem Kerl trotzdem eine Chance lassen. Wenn er uns alle eine schöne Zukunft will schenken, ist er sicher nicht so übel. Ja, glaubt doch nicht, die Dame spricht. Die Wärter sind ihnen noch der Luft gegeben. Einer, wie sich als Chinesisch gibt, für den nicht einmal nicht Salz und der Pfeffer, für ihn Zupp. Meinst du? Der ist doch Chefingenieur. Ja, und nicht bestimmt ein schöner Lohn. Ah ja, unsere Herrgott hat ein großer Teichgarten. Aber ich bin sicher, der Schlawiner wird uns die Kohle schneller wie ein Hase läuft. Was ich will sagen? Ich will das sagen, Leon. Wir können ihm Lili nicht gegen den Kopf stoßen. Es hängt an dem Kerl. Wie hüt und hoch. Und der Süd-Ali ist doch ein Elsässer. Ja, ist nicht genug. Lehrgeld, gell, mit den zwei anderen Tochtermännern. Oh. Die Hase geht schon gerade an die Wand beben. Und noch will ich noch einen Dritter dazu setzen. Wir haben sie doch nicht geschossen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr Schaden anrichten. Meinst du, wenn das Lili mit dem Schengel durchbrennt? No, haben wir das erste Salat. Ganz überwirschen, dass sie Schmühl verrissen. Ich hab keine Arbeit mit diesen Leuten. Ich geh an den Bogen unterrutschen. Ja, wenn es wieder der Schien heilig ist, jetzt fahr ich mit dem Schlitten. Ja, nö. Aha. Oh, schon mehr ein bisschen. Aha. Wie geht's euch? Guten Morgen, Madame la Mère. Wir nehmen halt, wie es kommt, haben wir gewollt. Ja, reden wir nicht. Jetzt gehen wir uns jetzt im Kitzel zu drehen. Mm. Gestern Mittag habe ich noch schnell unsere Mama zum Spital gefahren. Jesus Gott, hoffentlich ist es nicht schlimmes Problem. Rutscht der dumme Kopf aus und fällt die Scherben. Oh. Der ganze Papa, da hat er sich aufgeschlänzt. Mit den Sättler hat ein Doktor die Splitter aus dem Hohler. Jeder Armtropf. Und da ist ihm doch so schlecht geworden, dass er Lungen und Leber gekotzt hat. Ja. Wir haben ihn auch gestrickt. Ja, was hat er denn gegessen? Sie sagen, er hätte Champignon vergeben. Wir freuen uns nur, wie er die Champignon hätte können essen. Jetzt. Na, der Ohrenbonger hat alle bei einer verbossen. Ja, ja. Jetzt gehen wir so langsam ein Lichtspiel. So groß wie ein Stoller, der. Aber nun noch doch die kleine Lebenskammer auf der Seite. Ich habe ein Geld bekommen von der Gesellschaft Gazprom, wie ich einen Vertrag vorschlage, für die Exploitation vom Feld 247 auf dem Geiselberg. 247? Ja, nun besorgt er mit den Karten, das ist schon unser Mädchen. Ja, gewiss. Darum bin ich halt mich am Ort und Stelle gekommen. Das heißt, ich hätte gerne den Besitzer retten. Und soviel ich weiß, geht es jetzt in Lili. Ich dumm, es ist noch nicht beschrieben. Oh, nicht? Nein. Die Unterschrift jetzt ist ein bisschen verschoben, weil der Notar im Moment viel in Anspruch genommen wird. Ne? Die Sache ist nächste Woche geregelt. Das heißt, dass im Moment wir als der Proprietär sind. Nach den verschiedenen Tests, die sie auf dem Geiselberg gemacht haben, wollen die Leute jetzt den ganz unterirdischen Boden ausnutzen. Was haben sie auf unseren Mädchen gemacht? Tests? Ja, ewige Bohrungen. Ich als Bär habe das Erlaubnis gegeben. Ja, wir müssen doch schließlich wissen, was für eine Richtung in unserem Boden steckt.
Also, Madame Mère, jetzt ist wieder vorzureden. Aus dem Grund sind auch die Vier und Flammen sind, wir uns die Stiegel auf dem Geisenberg abzukaufen. Ja, was haben Sie denn da oben gefunden? Ah, da kommt erst lächerlich über diese ganze Affäre. Nur im Chefingenieur, der Schengele, haben Sie nichts anderes gefunden, das heiße Luft, wie Sie jetzt sich aufpumpen. Heiße Luft? Eine fahle Bibel noch einmal. Das ist Sinn und Schade für unseren Platz. Ja, ist nur zum Verboten. Bitte sehe ich noch ein schöner Packton. Das kann schon ziemlich dicker Geld verlieren. Und was der Vertrag anbelangt, kann er alles mit dem Schädel erlösen. Ja, dann schon die Florine ist gerade reicht ja Holz herum. Also, Hals und Bein kommen in ihrer heißen Luft. Ich komme dann später mit der Durch, dass seine aber mit ihrer Gesellschaft einig sind worden. Bis später. Ja. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Leo, ihre Luft? Nee, wohl's. So, und hast du jetzt verstanden, wer die Gespenst von Geisenberg ist gesehen? Wer deine Champignons Suppen untergewickelt hat? Ja. Und wem du das Hinterteil mit Schrott überschossen hast? Ja. Schäfer, ich bin für dich der Kehle Natur. Aber mit dir habe ich noch ein ernstes Herzen zu reden. Eigentlich, dass du die Suppe nicht gegessen hast. Aber unsere Tochter, Männer, sollen Gott noch mit Fingern weglassen vom Schwemmle süßen. Ja, wenn die heimkommen, häng ich den letzten rum über den Mischgrün. Wenn du dich mit allen Männern verschlafen willst, hast du noch Arbeit im Hals und Kopf. So, und jetzt geh ich noch ein bisschen ins Liedrechten. Also, mir platzt jetzt bald der Graben mit einem missgebuchten Ochsen. Jetzt gibt's ein Schlachtfeld. Aber zuerst müssen wir einen starken Kaffee machen. Sonst gibt's noch kein Wohl. Stimmt, es geht weg, dass wir hier hinten länger bleiben. Sehst du dich herum? Putain, j'ai les boules! Wer hat den jolie Papa könnte umbringen mit deinen Champignons à la com? Ah, qu'est-ce que t'as, Börnische? Da geht sichtlich ein oder andere letzter Champignon dabei sind. Mais l'erreur est humaine, hein? Humaine? Der konnte pas nicht gehen. Wenn unser Schwerness die Kasse hat, hat er meine nicht auf dem Gewissen. C'était vraiment pas le but de la manœuvre. Warte, wie gut, hein? Er hat nicht mehr gehen. Wie Kopf weh, Magen weh und Schiss. De la rigolade. Wenn er uns auf den Sprung kommt, haben wir nichts zu lernen. Drum ist der nächste Eisenbahn, was wir uns im Start machen. Ob die geht und auf, wir machen es für ein Eisen. Wir fahren heim. Da haben wir wieder eine glänzende Idee gehabt. Und wir zwei haben noch ein Söhrchen gekocht. Heiliger Bimbam. Was soll ich jetzt dir erzählen? Lehrer Etienne? Ich wollte die Sache kurz machen. Ah bon? Ganz kurz sogar. Je m'en fous. Was ist denn das, mein Bernhard? Du bist von allen Heiligen verloren. Blöder Hasenbock. Und so jetzt habe ich noch keine Rote. Ich hätte niemals gedacht, dass der Helm so fertig wird. Vergift und verschossen auf einmal. Ich habe ja nur meine Arbeit gemacht. Hauptsache eine Malediction. Eine richtige Malediction. Ach, ich will herausfinden, was da hinten läuft. Und No, bekomme ich Medaille National du Mérite von Madame la Préfecte erreicht. Ja, merci, Madame la Préfecte. Das weiß ich zügig, denn ich hoffe für dich, Madame la Préfecte. Merci, vielmals. Dies wird dann meine kleine Stunde. Ça va être formatif. Oh. Aha. Bist wieder da, die Unhold. Hast du überlebt? Na, ich habe auch oben von Hosen und Ski leer. Und meine Gedämmer sind auch schon ziemlich verfüßt. Ja, und was ist denn? Laufst du jetzt plötzlich auf Eich? Und jetzt, wie jeder miese Täter, wird die Sache von vorne anschreiben. Hey, Schatz, ich hab dir eine Champignonsuppe gebracht.
gerade genug essen. Ja, warum denn das? Ist doch gehört, ich will mir doch nicht gegen den Kopf stoßen. Ja, was ist denn? Du sitzt da wie auf einem Schleifstein. Ja, meine Kinder, ich will essen wie ein echter Schweizer Käse. Ja, red nicht so viel und ess. Wo sehen, hinten schmeckt dann noch einmal so gut. Ich glaube, ich kann nichts benutzen. Ja, nur streng die an, sonst kriegst du Nase nicht steckt. Das ist komisch, also. Ja, du bist ja so schön mit euch verdienen. Ja, was ist, wollt ihr bald oder sollt ihr nachhelfen? Ich muss bald wüchsen. Wir stehen ja schon tot, Baby. Ja, das ist nur eine Inbildung. Wollt ihr sehen, was die gute Wirkung hat? Ich glaube, wir haben es schon nicht auf den Dach gekommen. Auf den letzten Schluck, auch da brauche ich nichts mehr. Du musst die Elsässer mit Tod anfangen. Du machst eins, zwei, hoppla, Geist, das ist denn besser mit uns. Eins, zwei, hoppla, Geist. Ach so. Eins, zwei, hoppla, Geist. Hoppla, Geist. Eins, zwei, hoppla, Geist. Hoppla, Geist. Boah. Hier kommt der Todesschweiß. Ich habe mich nicht im Leben. Oh, meine Füße. Ich glaube, ich will bald putzen. Ja, das gibt's doch nicht, so geht das Champignon so. Ah, das ist überall. Was? Ja, was machst denn du? Bist denn du verrückt? Ja, wir sind jetzt ein Chefs verfehlt. Ja. Unsere Bank da hat angehalten, wie die Gräbel am Weih, wird die Suppe noch einmal versüßt. Er hat mir ja keine andere Wahl gelassen. Ich glaube, jetzt schlafe ich in die letzte Stunde. Ja, warum denn die große Riesel? Leon, wir haben gesagt, wir essen die Suppe denen oben. Was? Ja, ist das Ihr Ernst? Ich glaube, die haben mich alle Tasen kennst, oder? Was ist da los? Die Suppe habe ich denen morgen frisch gekocht. Da sind nur gekaufte und gute Schwämmler drin und kein giftige. Ah, oh, das ist ja anders. Ja. Ich habe nur einen kleinen. Ah, jo. Leon. Ola. Kinder sind proben. Sie packen zusammen. Sie wollen heimfahren. Hey, ja, das kann ich daran ändern, sie wieso aus dem Bock geschossen haben. Halt doch! Sie hat ihr eine Freiwille machen. Und unglücklicherweise ist da ein Schwämmel dazu gerutscht, wie nichts da drin ist, es ist schön. Aber wie sie es erfahren haben, sind sie alle richtig geschlafen gewesen. Ich bin ein Klaver gewesen. Gerade hat die Nebier als Schussettel. Und ich los mir es nicht nehmen. Das ist jetzt sinnvoll, sind die zwei Hosen haben Dreck am Stecken. Halt jetzt mit dir, Blödsinn! Du fährst jetzt alles in eins Loch hin! Die zwei Kerle, die sind ganz in Ordnung. Die machen unsere Mädchen glücklich. Was wollen wir denn noch mehr? Und nöje mal, unsere Bauer ist auch wieder gesund und munter. Je, nichts für unnötig, Entschuldigung. Meine Hand ist mir dummerweise ausgerutscht. Und für diesen Schaden treffen die Idee und der Marius keine Schuld, aber du allein. Ja, ja. Aber da jetzt fehlt nicht alles. Wie habe ich denn gewusst, dass die Kanone da sich als Geist begleitet? Jemand hätte gesagt, in Ton benehmen und ich bin ein Elsässer und kein Hosenschießer. Ich kann ja nichts dafür, ich bin ja Geist geworden. Kaiser wo? Von ja, wem ist die Kaiser wo? Nicht wo, Madame Lamère hat mir es verlangt. Madame Schmidt? Ja, sie hat erfahren, dass die Chinesen auf dem Kaiserberg in Luft gefunden haben. Und da ist ein bisschen fest überzeugt, dass es jetzt anders ist. Und das hat ich so herausfinden. Ja, die ist mit allem Wasser gewesen. Du kannst den beruhigen. Da oben haben sie Bayern nur Luft gefunden. Und mit der kann ich nichts anfangen. Ach so. Madame Lucie, ja? Können Sie sich Ihnen gefallen, bitte? Selbstverständlich, der Rettung. Auch wie ich vor, wenn ich auf den Boden gefallen bin, sind wahrscheinlich ein paar Wunden verplatzt. Können Sie mich frisch pitschen? Was soll ich machen? Jetzt den Rom in Flammen. Ja, Leon, ich habe ja früher auch direkt hintergepitschelt. So werde ich doch noch so alte Flüme drucken kennenlernen. Komm mit, du Kriegsheld, ich leite dich auf den Kischentisch. Und Äschle unter Flöte. Ja,
ja, Leon. Erst der Mann ist ein vormoralischer Mensch. Einer, wie besser ist wie der andere. Aber wie schnell rutscht der hoch wird, so blöd. Ja, wir reden jetzt einmal, nämlich diese blöd. Wie sie jeder recht geht. Die Sache mit der Champignonsuppe hat mich so aufgeregt, dass ich nicht gleich gehe, dort an meiner gestellt habe. Ich muss jetzt aufpassen, dass meine Hormöd sich nicht in Stehreihe da anwächst. Darum bin ich jetzt ein bisschen Wasser in meiner Windschatte. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Guten Morgen, die Luft, Jenny! Guten Morgen, ihr Damen. Ihr scheint gut aufgeleitet zu sein. Ihr dürft vielleicht nicht so frei die Stufe, wenn die Leute vom Gasbrum Gas oder Petrol gefunden hätten. Ja, was nicht. Bist halt ein Bachböll, Leo. Sag mich doch gewundert, dass du das große losgezogen hast. Da muss man ein bisschen mehr Kritz im Kopf haben. Das ist der Unterschied zwischen einer gebildeten Frau und einem Kontell. Du hast die kolossal blamiert. Glapperschlange. Aber vielleicht kann man mit der Luft noch etwas selbst anfangen. Wenn der Fisi durchkommt, bin ich nicht doch fröhlich. Hey, Leo, kannst du nicht Luftballon aufpumpen oder Plastikpisine? Du weißt, vergiss mich nicht. Die Brüche ist die Franzlandsmülze geben. So kommst, wenn man so hoch im Kopf hat und wenn wir vergreifen, nur voll gewählt ist, alles ist Wasser. Tja, was für ein Theater, meine Luft da. Hey, dann kann man sich auch mit den Händen noch ein Lachkrampf davon. Hier ist Dame, Brüche, die brauchen nicht so arg an Sinn. Man weiß nicht, wie es noch kommen kann. Ich häng die Sorgen noch nicht ins Kamin. Na, meine Güte, ist die Tochter am Blättisch eingebildet worden? Hätte er ist morgens in den Kopf geschnallt, ja? Er soll sicher seiner Stern abschließlich. Schließlich geht es um seine Zukunft, nicht? Und was das Stegel vom Geiseberg anbelangt, das bekommt es nächste Woche verschrieben. Das liegt auf der Hand. Jetzt, wie der Boden nichts mehr wert ist, kommt man einfach der Tochter nicht mehr. Hey, du bist mir noch ein alter Schleuneier gekauft, was, Stegel? Also, jetzt verricht man so langsam Geduld. Da kommt er. Der ewig schön Luft, der Stegel. Bonjour, Pignon. Bin ich froh, dass es noch Lied gibt, wie an unser Projekt Interesse zeigen. Ja. Nun ist noch ein komischer Kreuzer. Der Gogger spricht ja. Der Stoffel meint, er hat Pulver erfunden. An ihrem Platz, das ist einmal der Schengelchen, der noch das Rest der Schengel ist nämlich der Chefingenieur. Geisberry, da oben. Der Luftkappen ziehen wir. Oh, Geisberry! Nur noch den Gekehrten drauf. Die uns sind sie verbiert, jedes Tierchen sind besiegt. Wir können 18, nämlich Wärzelitz, Schlacht, Loch, dann Bische. Ja, ja. Nur ist noch ein komischer Kreuz, ha? Er spricht Klopfer, egal, was? Vor allem bin ich von meiner Firma Gazprom verpflichtet worden, Ihnen deinen Vertrag vorzuleihen. Ja, dann kannst du sofort aber sofort. Ich will probieren, Ihnen das ganz einfach zu explizieren. Ja. Mit unserer Sismologie können wir jetzt eine unterirdische Kartografie herstellen. So wie ich schon expliziert habe, 6000 Meter tief haben wir eine riesige Wasserprolifik entdeckt. Natürlich haben wir sofort um einen Gasfall gedacht. Da noch verschiedene Analysen haben wir festgestellt, dass sich um konzentriertes Wasserdampf handelt. Was haben wir gesagt? Rüdig und Dampf! Bis jetzt hätte ich den Schengel nur die unterrichtische Klarloch geleitet. Warum? Kann noch mehr hoffen? Schatz, Schengel doch Klarloch. Das müssen wir noch hey, wenn der Dampf von der Hunde darauf schießt,
Wochenzentren ist ja kälter und wird er sich in Sauerstoff verwenden. Sauerstoff? Oh, verrückt, es gibt mir die Luft weg. Oh, genau. Und wenn der Dampf von der unten an die Fläche ankommt, dann haben wir pures Oxygen. Und so viel Oxygen, dass wir Pipen in Lehmann für ganze Spitäler in Europa. Eine Produktion von ein paar Millionen Meter Kühl pro Tag. Und das auf mindestens 50 Jahre. Oh Gott, soll man was? Jetzt soll mich der Teufel holen. Ich habe ja mehr Chance verstanden, Lied. Ach was? Geht doch mal ins Land, wo der Pfaffer wächst. Ich bin noch einmal. Geh mal vor, wir kommen später noch. Und Leon, also Leon, pourquoi t'en veux-tu? Wir sind doch bis hin immer gut eingeladen, du und ich. Weißt du, was da jetzt der Grütlebel sagt? Der Zug ist durch. Voyons, Leon, wir kennen uns doch schon so lange. Ich verspreche das. An der nächsten Wahl bemischte ich auf meine Liste und mache sie sogar von mir abschauen. Was ist? Soll ich euch ein bisschen nachhelfen, Madame Lambert? Wissen Sie, Sie können überall heben. Nur nicht am Büsch nehmen, das ist nämlich kritisch. Das ist nicht, was du meinst, Lucy. Leon und ich, wir haben uns versehen. Was haben wir uns? Wir sehen, gar nichts haben wir uns. Und die Spielerin nimmt jetzt zu Ende. Das ist der einzige Grund, wie wir den Stegel von Geisenberg im Lilli versprochen haben. Und da will ich jetzt nichts mehr wissen. Lilli, da hast du den Vertrag und ich bin sicher, der Schengen auf der Goethe-Stütze sind. Merci, Papa. Tschüss. Dann kommst du her. Steh nicht blöd rum, ihr Deiger, von unterstützt mich. Ich? Ich komme von der Küche. Ich bin gepfleit. Was bist du wohl gepfleit? Ja, in meinem Tüterle ist noch nie so gut, Junge. Madame Lucy, ja. Ich komme morgen wieder durch, um gebissen zu werden. Oh, ist dieser Genuss? Sie wollen mal Vatistag? Fantastisch. In 50 Jahren Ehe habe ich das noch nie gemacht bekommen. Lucy. Ich glaube, mein Ärschel fängt dann langsam zu wissen. Ich werde dich doch beherrschen können, wie alt das Spitzböh. Schäfer, du hast auf der ganzen Linie versagt. Und ich muss mich blamieren, wenn ich nicht hin. Warte mal, das wird noch ein Nachspiel haben. Ich bin nüben egal. Für eine Demission. Was? Ja, morgen fange ich bei Mr. Chang Wang an. Er hat gesagt, ich rede so gut, Jing Chang Chung. Oh, ich grüße Gottes am Palmesonntag. Ich bin ein gebrochener Mensch. Ich habe gemeint, ich kann sie erfahren machen, dass wir Fledewerte gewachsen wie mein junger Erdler. Aber heute haben sich alle gegen mich gestellt. Alle, gib doch zum Teufel. Adieu, Madame la Mère. Et bon débarras. Und ich gehe noch schnell auf Marie, meine 7 Sachen packen. Und Chef, wie versprochen, sehen wir uns morgen wieder, gell? Aber erst kommt noch mein Tüterle dran. Ich freue mich schon wie so ganz Bubel. Giraffische so. Nein, nur Giraffische so. Wenn der Chef morgen kommt, lehrst dem Musterkamel Alkohol gerade, wenn dies auf der Arsch ist und anständig an der Plafu hübsch. Ja, das Gästeburger-Theater muss sowieso ein Ende nehmen. Nur mehr keine Angst, morgen frei bekommt er fürs Morgen. Robin, ja. Ich werde der Meinung, ganz Familie soll sich hinter deinem Projekt stellen. So gibt's keinen Eifersucht und Kämpfen. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Wenn wir heute ganz Extraktion in Gazprom Everlun müssen wir sowieso ein Verein gründen, wie das Wichtigste ever wird. Also, ich bin sprachlos, wie schnell ihr euch ins Geschirr leihen. Mama, ich habe gute private Stunden bekommen. Ah jo, im Nest? Sie waren es nicht gläubig, sogar unter den Linden ist er gut studieren.
So ist das erledigt. Der Compris Didier, bringst du eins in den Koffer? Ja, meine Freunde. Wir haben unsere Zeit lang genug dahin vergeudet. Ja, hey, Minute, Papillon. Warum will er denn hier so schnell verschwinden? Kinder, wir haben es doch nichts in den Weg gelegt, oder? Ah ja, können doch nicht so mir nichts, dir nichts fruchtrennen, wie Ziginer. Joli Papa, die Geschichte mit den Champignons, elle nous emmerde. Das ist ein bisschen ein Widerfall, hein? Ich hätte abgelegt, jetzt so ein Kuh. Ja, Schwitzer ist doch kein Blöd, mich schwitzen nicht getroffen. Also, Schwamm drüber über die Schwämme. Na, Kinder, jetzt ein Stein vom Herz. Na, Kinder, Ende gut, alles gut. Und wissen wir was? Meitle kommen auch davor. Lili hat eine wichtige Sache mit zu teilen. Ich hab den Älteren verlangt, dass sie uns drei das Model auf dem Geisenberg sollen verschreiben. Und warum das? Wie wir tief unter dem Fall vom Geisenberg eine große Reserve von pures Oxygen gefunden haben. Richtig selbst kolossals, wie ich nicht allein auf meine Achsel kann tragen. Mais c'est du délire, hein? Oh, bonne mère, on va brasser du podium. Le contrôle de Marseille est sur le start bereit. Eppla, da sind wir im Wechsel. Da, lust die Finger weg. Hast du genau weit mit? Aufgepasst, da müsst man sich erst den Vertrag zwischen den Zielen lesen, bevor man unterschreibt. En tant qu'avocat au barreau de Paris, mais je garde un à Aonin Schmiss. Hé, occupe-toi de tes oignons. Toi, il m'a dit ça, c'est du corps, il se pisse. Emma, ganz im Gegenteil, wir mögen uns alle trompen, Kinder. Der Dicke sollte den Vertrag prüfen, der Marius soll ausrechnen, wie viel das wir noch lange kennen, und der Schengel tut das Technische überwachen. Ja, und was machen wir hier drin? Wir treten den Ladenschmissen. Ma puce. Didier, hein? Kannst du mal das Entschlusszimmer graben? Oui, ma chérie. Na, Meise, ihr habt eure Männer gut gezogen. Ja? Blatt, da sind wir gewesen. Und Ordnung ist das halbe Leben. Und ich muss noch ein paar Privatstunden. Ah, jo. Wenn du so weiter schmarrst, bist du studiert bis auf die Herren. Aber jetzt haben wir sie wieder alle auf dem Goethe-Weg. Nämlich Elsässer sind wir. Und Elsässer bleiben wir. Und uns hat es auch jetzt gekostet, noch 3 Jahre wieder auf die Bühne zu kommen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht und von ganzem Herzen, denn Elsässer sind wir. Und Elsässer bleiben wir.